Hallo. Ah, muss ich umbauen. Das muss ich jetzt leider ein bisschen umbauen. Na komm. Jetzt nicht schlimm. Hier ist, dass die Tiere nicht abdampfen. Ich hoffe, ich liege mit meiner Theorie richtig. Ich hoffe es inständig. Ja, wir grenzen jetzt einfach nur ab. So. In meiner Theorie dürften sie jetzt nicht mehr abdampfen können. Und wir haben ein Gehege. Wir werden es rausfinden. Wir werden es einfach instant rausfinden. Jetzt hat er Zugang. Komischer Zugang. Ist an sich ja auch egal. Wir werden es hier hinsetzen. Moment. Keine Ahnung, welchen Farbe wir gewählt haben. Gut. Bist du jetzt schon ein Arbeitsbereich? Jawohl. Jetzt haben wir wieder eine. Wir nehmen dich. Okay. Wir haben ein Gehege. Gehege 21. Wir nennen es wieder mal Oase. 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 Okay, wir machen das so. Gut. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Darum ist es ja im Prinzip eigentlich auch nur so wichtig. Das stört mich erst, also das stört mich erstmal geringfügig. So. Na? Kann nicht kopiert werden. Ja, danke. Wir sind alle stolz auf euch. Ich will es einfach nur sicher haben, dass mir die... Wieso kann ich dich nicht kopieren? Ich kann... Muss ich das verstehen? Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Wir sammeln diese Tiergebot aufgegeben, weil Standort uns Außenseiter Überbevölkerung. Okay. Hier ist entkommen. Wir sammeln jetzt mal alle Tiere ein. Okay. Ja, wir müssen erstmal einmal Ordnung schaffen. Ja, das wird sich jetzt ein bisschen hinziehen. Ja, es sind alle entkommen. Für alle Tiere erstmal. Alle Tiere will ich in Gewahrsam haben. Ja, ist erstmal nicht schlimm. Weil es war, Geld haben wir. So. Handelszentrum schicken.
Weil das wird jetzt erstmal richtig lustig, ne? Blauer V. Entkommen. Naja. Ich möchte euch ja einfach an sich ja nur erstmal dann. Ja, das beschäftigen wir erstmal, ne? Die den niedrigen Wohlbefinden. Weil hier kein Rechts. Cool wäre es auch, wenn man Rechtsklick drauf machen könnte und sagen könnte: Hey, fangen Sie mir alle ein. Ja, zum Glück sind das keine Tiere. Weil Standort ungültig. Ah, alles gut. Blauer V. Ziel unterwegs, Ziel entkommen. Und dann müssen wir ja gucken, wo können Tiere entkommen. Elf Tiere, Handelszentrum. Jetzt sind es nur noch 8. Warte mal, wir machen mal ganz kurz Pause. Dann können wir alle in Ruhe... Erstmal einmal abfangen. Okay. So, wir haben blauen V. Wir müssen erstmal alles regeln. Naja, ist erstmal nicht das Problem. Okay. Pause. Wir brauchen zwar das Handelszentrum. So viele Tiere im Handelszentrum? Pause. Okay, blauer V. Oh, Großschreibung, Kleinschreibung. Bin ich immer bei. Blauer V. Die müssen aussortieren. So, erstmal alle. Du bleibst. Erstmal alles, was nur Gold ist, bleibt. Da machen wir erstmal keine. Mal keine Anstalten. Das ist erstmal kein Problem. Den schieben wir. Oh Gott, wir haben 900er. Wir fangen nochmal von vorne an. Gut. Bleibst. Ja, dünnen jetzt erstmal aus. Das sind alles Junge. Zack, der Rest. Schnell handeln. Geil. Da ist er. Ja. Okay. Hallo, ich. Ich weiß jetzt nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, blauer V. Blauer V. Ah, wir sind hier stehen geblieben. Okay, wir sagen jetzt einfach mal. Ach du Heiland. Er hat wenig zwischengespeichert. Aber glaube ich neue Grenzen gesetzt. Okay. Kopieren. Naja, dann halt nochmal. Aber diesmal anders. Okay. Dahin.
Müssten wir hier hinten noch umbauen? Das ist aber, glaube ich, das geringere Problem. Jetzt machen wir diesmal so. Zack. Das. Da schieben wir aber bloß. Ne? Drei. So, hätten wir das, hätten wir das. Haben wir jetzt... Gehege. So. Stimmt, wir hatten ja gar nicht den Zugang hier umgelegt. Den wollten wir ja hier oben haben. Dann kümmern wir uns erstmal um die ganzen Tiere. Gehen wir ja hier hin. Eiskalt abgestürztes Spiel. Haben wir grün. Wahrscheinlich eher rot, aber... Ich muss mich erstmal um die Tiere kümmern. So, blauer V. Und nochmal den ganzen Spaß. So. Bevölkerung. Handelszentrum. Sind wir schon voll im Handelszentrum? Okay, wir sollten euch mal kurz laufen lassen. Oase. Ja, jetzt müssen wir wieder ein Gehege. So. Stimmt, ich hab's ja noch gar nicht. Ich hab's noch gar nicht eingebunden. Das Spiel kommt gerade nicht ganz so klar. Wir machen das so. Und so, dann haben wir das als Übergangsphase. Okay, Tier ist entkommen. Fangen das Vieh ein. Wir bringen sie jetzt erstmal einmal. Hier ist entkommen. Hier entkommen, finde es und rufe einen Tierarzt. Naja, wir müssen erstmal einmal umbauen. Das ist ja nicht das Weiß als letzter Schluss. Blaue VR. Alle Tiere, Handelszentrum. Wir können ja schon mal anfangen, im Handelszentrum zu verkaufen. Platz schaffen. Weil mein Handelszentrum ist noch nicht so sehr so voll. Okay. Die flitzen sowieso hier oben rum. Theoretisch können wir ja gleich sagen, verlegen. Wir können jetzt hier eiskalt warten und verlegen erstmal alles. Sortieren erstmal in Ruhe aus.
Obwohl, die können ja erstmal. Blauer V. Das machen wir jetzt so lange, bis wir eine gewisse Ordnung haben. Bauen wir hier das mit Steinefeuer. So kann man auch Leute beschäftigen. Werden die jetzt hier nach und nach immer hinschleppen. Ich werde wahnsinnig. Haben wir jetzt alle? Ich hoffe. Gut. Sind der dürfte nicht mehr viele sein. Ich glaube, das Spiel hat ein paar wegrationalisiert. Ausnahmen möchte ich gerne behalten. Na? Okay. Gut. Wir haben jetzt. Ich möchte die ja schon gerne hier unten weiter haben. Aber wir machen erstmal einmal Pause. Gut. Moment. Nee, wir brauchen ja nicht nur hier drauf gehen. Warum mache ich mir das so kompliziert? Ich gehe doch einfach nach da. Ist doch im Endeffekt das Gleiche. Naja, ist erstmal nicht schlimm. Ist ja im Endeffekt dasselbe. Nur cleaner. Richtig? Erstmal so, damit ich die Grenzen sehe. Komm ich hier rum? So. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das jetzt hier sinnvoll. Ja, wir können das annehmen. Das ist nicht das Problem. Wir latschen hier durch. Ist kein Problem. Ich glaube, das ist ja nur ein Problem, wenn wir sagen, wir haben ein Gehege mit Raubtieren, wo sie nicht rein dürfen. Aber das ist denn eher ein Problem. Das ist jetzt so das Ding. Wie machen wir das? Sagen wir es einfach, wir machen. Oder wir gehen hier lang mit Büsche, Sträuchern und was weiß der Geier, dass wir hier auch wieder irgendwie eine Hecke haben oder sowas. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall müssen wir halt zusehen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen ja hier umziehen haben. Glaube ich, war das, ne? 1,25 Meter. Hier kommen sie auch raus. Wie wir das sinnvoll setzen. Da wir hier oben ja noch Rückzugsorte brauchen.
nur mal so als Gedankengang. Wir brauchen hier oben mehr Rückzugsorte. Wäre es nicht optisch sinnvoller zu sagen, wir setzen jetzt zum Beispiel hier einen Rückzugsort hin, in diesem japanischen Stil, oder in dem Stil hier? Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt zum Beispiel dich. Oder dich. Ja, sieht schön scheiße aus. Sieht schön scheiße aus, okay. Moment. Das ist jetzt erstmal nur ein Test. Das Savanne? Genau. Savannenfels. Nee. Wüstenfels. Bin mal ganz ehrlich, ne? Ich glaube. Wohl. Würde das mehr Sinn machen? Würde das einfach bessere Optik geben, wenn wir den reinsetzen würden? Würde nicht ganz so fremd wirken, ne? Oder? Nochmal alles bauen. Uncool. Oh Mann. Diese Verzweiflung gerade. Ich bin echt der Meinung, würde besser reinpassen ins Optik. Das. Ja. Ja. Okay. Wir bauen um. Wir bauen um, ja. Mein größtes Problem wäre einfach nur, war so der Gedanke, ich muss jetzt alles entfernen. Aber wie können wir das ja cooler bauen? Ja. Wie können wir das wirklich cooler bauen? Okay. Dann bauen wir das jetzt cooler. Moment. Was haben wir da eigentlich ausgewählt? Sand. Nee, ist nochmal rückgängig. Okay. Ja. Finde ich irgendwie so eine Götterfiguren? Moment. Nee, Inhaltspaket. Die haben auch diesen Savannenpelz.
Moment. Nicht jetzt? Ja. Versuch das wirklich einfach nur cool zu machen. Aber umbauen gehört ja mit dazu. So. Das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt hier. Ich bin auch der Meinung, dass man diese, soll ich jetzt sagen, also diese Batterien an Automaten, die könnte man ja dann auch wegzaubern. Einfach zu sagen, wir sagen, wir machen das ein kleines bisschen anders. Naja, das. Dann bauen wir das jetzt in hübsch. Ist ja okay. Erhalten bleiben. Und wenn wir jetzt einfach sagen, wir nehmen jetzt den dicken Savannenfels. Nehmen jetzt die gerade Kante. Wir legen jetzt hier eine gerade Kante hin. Okay, wir haben jetzt hier die gerade Kante. Haben wir nicht noch andere Felsen, die gerade Kanten haben? Dann nehmen wir dich. Natürlich schmücken wir das noch mit Details aus. Das ist ja gar kein Problem. Und wir legen jetzt einfach das so. Immer noch irgendwie diese tolle Elefantenfigur. Ich. Oder Nashorn. Nicht jetzt hier rein. Oh ja, sieht tausendmal besser aus. Moment. Nummer 5. Dann kriegen wir auch optisch einen besseren Übergang hin. Jetzt zum Beispiel sagen, dann brauchen wir das da drin nicht so verstecken. Dann nehmen wir uns jetzt die Wege. Wir haben ja diesen steinernen Weg. Wo ist er? Den hier. 5. So. Sagen aber. Wir halbieren das jetzt hier.
Du bist der Falsche. Hahaha, du. Ich. Wie weit haben wir Strom? Strom sollten wir hier an sich. Ah, en masse. Sehr gut. Dann würde ich jetzt einfach schon mal sagen. Nee, wir verschieben dich einfach. Bewegen. Eine Gruppe auflösen. Wir hängen dich da rein. Ist das mir egal? Wir haben 18,2 Millionen. Sorry. Aber ich glaube, wir werden die paar Umsätze, die wir weniger haben, das glaube ich, ist jetzt nicht so relevant. Okay, du machst miese. Weg. Du bist okay. Dich weg. Dich weg. Ruby weg. Pipeshot ist gut. Immer bei Pipeshot und dich. Okay, wie sieht's hier aus? Okay, weg. 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 Ihr kostet nur Geld. Okay, weg. Die relevanten setzen wir hier hin. Ich habe eine kleine Idee. Aha. Okay. Eine kleine Idee, wie wir das machen. Warum? Das heißt ja immer so schön, ne? Veränderung heißt nicht, dass alles gleich bleibt, ne? Sollten es einfach nutzen, wenn einfach mal so ein bisschen diese Ideen kommen, wie wir das sinnvoll machen. Dann haben wir nämlich diese Batterien hier schon mal weg. Dann haben wir auch diesen Weg hier weg. So. Das jetzt hier eiskalt mal durch. Haben wir nicht was Schmaleres? Ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe. So, das dahin. Gut. Mal die großen setzen. Genau, mit der Kante hier rein. Zack. Das machen wir jetzt nochmal ganz grob. Das war schon mal für die nächste Folge. Und so ein wenig das vorbereiten. Genau, dass wir jetzt einfach nur so ein bisschen vorbereiten. Für das, was wir vorhaben. Oder was ich vorhabe. So, einfach mal eine spontane Blitzidee. Ah, ja. Das Grobe wird dann stehen. Dann haben wir hier einfach auch so saubere Übergänge. Ja, das wird noch. Obwohl ja bei den Details sind, die das erst glaubwürdig und lebendig machen. Überlegen, ob ich die da hinten wieder wegnehme. Aber wir müssen erstmal eine grobe Idee schaffen. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir einen besseren Übergang dahin und den Übergang nach hier. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.